Fahrerlager am Matschenberg, Martin Fürst. Martin, wir haben ja mal gesagt, naja, ich fahre nicht mehr so oft und schnell bin ich eigentlich auch nicht mehr so wirklich. Das sieht aber immer schneller aus, was du machst, oder? Man muss halt das, was das Auto Potenzial hat, muss man halt komplett ausschöpfen. Wo manche andere schon ein bisschen langsam tun, muss ich halt immer noch richtig voll arbeiten und ist halt manchmal schwierig. Jetzt auch manche Strecken, die liegen mir halt. Ja, ich würde mal so rückblickend sagen, Frankreich, hatte ich das Gefühl, liegt dir hervorragend, bis du dann abgehoben bist und ja, im tiefen Teich verschwunden, ne? Aber da ist nichts passiert, oder? Nee, Gott sei Dank war da kein Wasser mehr drin. Aber es war schon ein ziemlich harter Aufschlag, also es war gesundheitlich schon am Grenze. Ist Autobus gefährlich, Martin? Ja, es sind zwar gewisse Vorschriften da, die wo, ja, sehr sinnvoll sind, aber man muss sich der Gefahr immer bewusst sein. Okay, aber das hindert dich nicht dran, den Bremspunkt nochmal wieder 3 Meter nach hinten zu verschieben, oder? Wenn es sein muss, dann macht man das. Weil man will ja mit den anderen mithalten. Du hast dein Auto selber gebaut? Nein, das hat der Paul Harald gebaut. Der hat auch schon mehrere Autos gebaut und es funktioniert. Das ist ein sehr gutes Auto. Ich glaube, ohne das Vertrauen in das Auto, in die Sicherheit, ging es wahrscheinlich nicht. Nee, man muss eigentlich das Vertrauen ins eigene Auto haben, in die Sicherheit und dass eigentlich der Fahrer geschützt ist. Abschließend, wir sehen dich im nächsten Jahr wahrscheinlich genauso wenig wieder, wie wir das in diesem Jahr getan haben. Kommt auf, schauen wir über den Winter, eventuell sporadisch, vielleicht auch wieder mehr in der deutschen Meisterschaft. Danke. Man sieht sich ganz wieder. Danke, Martin Fürst.